So. Dann werden wir doch mal den neuen Zauber ausprobieren. Tada! Wir dürfen durch. Ach, ist das schön. Huch. Ja. Huch. Warum funktioniert das bei dem denn nicht? Okay. Irgendwie würde das bei dem nicht funktionieren. So. Ich glaube, wir machen hier mal kurz. Ich glaube, das ist ausnahmsweise mal egal, wie wir hier hier durchkommen und die Leutchen töten. Hoppla. So viel wollte ich jetzt eigentlich nicht töten. Jo, und einer bleibt noch, das ist gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. So muss das laufen. Also eigentlich muss es anders laufen, aber dann machen wir das hier mal. Zoomen wir hier mal wieder ran. Weil ich nicht weiß, ob das so klug ist. Ja, aber so. Gib mir dein Blut. Du hast mich hier nicht zu bekämpfen. Da ist aber nichts mehr. Und du gibst mir auch dein Blut. So. Und dich kann ich so bekämpfen. Hey, ja, in welche Richtung müssen wir denn jetzt? Weiß es mal wieder nicht. Hallo? Ich weiß nicht, ob wir hier gerade richtig gehen. Hier verlaufe ich mich nämlich auch jedes Mal. Ja, ich habe keine Ahnung. Sind wir richtig, sind wir nicht richtig? Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo die für richtig sind. Schleimis. Okay, die Schleimis treffen mich nicht. Die Schleimis haben ihren eigenen Weg. Das Witzige ist halt, man weiß hier nicht, in welche Richtung man gehen soll. Habe sogar das Gefühl, dass wir falsch sind. Aber wir gehen einfach erstmal. Mehr als falsch kann das nicht sein. Kann allerhöchstens noch richtig sein. Bis jetzt habe ich den Weg immer irgendwie gefunden.
Mal früher, mal später. Heute wahrscheinlich eher später. Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trinke aus uns. Schnee kann dir nichts anhaben, da unser Blut dich schützt. Das ist sehr gut. Also, wir sind zwar falsch gegangen, aber trotzdem irgendwo richtig. Denn sonst hätten wir hier diesen Brunnen nicht gefunden. Der gehört tatsächlich zu den Sachen, die ich meistens übersehe. Aber nicht, weil ich immer die gleichen Wege gehe, sondern weil ich immer konsequent gehe. Ich denke mir immer so, okay, links, rechts. Und meistens unbewusst gehe ich richtig. Was zwar auch irgendwo wieder falsch ist, weil ich dann das hier ja verpasst habe. Aber naja. Und können wir also doch diese Richtung lang gehen. Ohne schlechten Gewissens. Ja, natürlich hier das Ding. Danach habe ich gesucht gehabt. Konnten wir natürlich nicht finden, weil wir falsch abgebogen sind. Trotzdem irgendwo richtig. Meine Güte. Ich hasse es immer, in diese Wolfsgestalt zu wechseln. Jo. 50-50 Chance. Meine, dann die rechte müssen wir, in die linke gehen wir aber. Ich glaube, das war falsch. Ich will jetzt nochmal in die anderen reingucken. Es kann auch sein, dass es beide Höhlen gleich sind. Auch sein. Dass die eine halt kürzer ist, der eine Weg. Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich sichtlich verwirrt? Einer von den Wegen wird der richtige gewesen sein. Oder ist vielleicht der richtige? Weiß es gerade nicht. Bay Victus! Ich bin doch nicht sicher, ob ich es herausfinden will. Bay Victus! Ja, kein, wir wissen deinen Spruch. Sag mal, sonst ist mein Handy auch immer ruhig. Nein, wir wollen bitte als Vampir weiter hier durchstreifen. Wieder, dass wir richtig sind, auf. Ja, natürlich, wir sind richtig, obwohl ich nicht richtig gehen wollte. Lass mich da weg. Ich hasse diese Dinger. Jedes Mal der gleiche Müll. Immer packe ich mich an den Dingern fest. Wenn sie wenigstens sinnvoll wären, okay, dich lasse ich jetzt mein Leben. Juck dich eh nicht. Bay Victus! So. Wunderbar. Nun können wir speichern. Nein. Bitte speichern. Speichere das Spiel. So. So. Sind sie immer, haben wir hier noch. Ich wollte gerade sagen, bitte schmier jetzt nicht ab. Nicht abspielen. Abschmieren, Spiel. Jetzt dürft es. Jetzt ist es fertig mit Speichern. Ja. So. Ja, ich weiß, ich habe gescheitert. Schande über mein Haupt. So, ungewollt richtig gegangen. Ja, schön. Wir werden nie erfahren, was in einem anderen Dungeon gewesen. Oh, ich hasse es.
Ich verlaufe mich jetzt zwar nicht, aber ich hasse es trotzdem. Dreimal darf man raten, warum. Das Problem ist, dass wir hier ganz oft die Keule brauchen. Ich hasse die Keule. Denn hinter manchen dieser Monolithen, Stalagniten, Stalaktiten, was auch immer, verbürgen sich auch Items. So, folgedessen. Da. Es wird also folgedessen sehr, sehr witzig. Ich weiß nicht, ob ich die töten kann. Ich glaube nicht, ne. Ne. Also ihr seht, mit der Keule kann ich manche Gegner einfach nicht töten. Darum nehme ich halt immer dieses wunderbare Schild. Damit kann ich die Kugeln von denen sogar noch abschießen. Bin vor fast allem geschützt. Tada! Und siehe, wie leicht es geht. Okay, da ist nichts. Aua. Wie blöd muss man manchmal sein. Sprechen will auch gelernt sein. Ja, wie ist gerade nicht so mit dem Sprechen. Na komm. Geht doch. So. Lass doch mal ganz kurz nachgucken. Weil mein Freund jetzt eigentlich ins Bett will. Und da muss ich gleich mal kurz nachgucken. Weil mein Schild. So. Also eigentlich ist dieser Dungeon sogar relativ angenehm gegen manche andere, auf die wir noch treffen werden. Nur dieses ewige Keul verwenden ist halt. Und hier sind Werwölfe. Und wenn man dann mal kein Schild mehr hat, dann ist das genauso mies. Aber eigentlich. Eigentlich bekommt man hier oft genug die Gelegenheit. Ich muss das hier mal wieder verwenden. So. Oft genug die Gelegenheit, neue Magie zu kriegen. So. Schild. Tada. Versuch's gerade. Es funktioniert tatsächlich nicht. Man muss halt eigentlich immer nur schnell verschwinden, bevor die dann kommen. Damit man dann nicht in irgendeiner Falle sitzt. Falle sitzen ist gemein. Ja, wehe Victors. Okay. Jetzt muss ich hier langsam und vorsichtig raus. So. Jetzt kann die Aufmerksamkeit wieder komplett aufs Spiel gerichtet werden. Hoffe ich. Wenn man hier nicht nur ständig irgendwelche Herzchen geschickt kriegen würde. So. Lade. Hey, da. Damit steuere ich. Vor allem, eigentlich ist es sogar relativ witzig, weil als wir uns kennengelernt haben, hieß es halt immer nur, ja, wenn wir dann irgendwann mal so zusammenkommen, ne? Wir sagen, ich schätze oder ich liebe dich oder sowas. Nee, wir werden nicht als dieser typische Pärchen. Ja, super geklappt. Also, ja, ganz toll. Jetzt sagen wir uns trotzdem noch jeden Abend gute Nacht.
was stundenlang dauert. Aber schönes. Ja, gar nichts gegen sagen. Es ist halt nur so lustig, wenn man sich halt vorher einen Vorsatz gefasst hat, ihn aber nicht einhält. Achso, da ist noch eine Barriere. So ein Steinchen. Steinchen Kro. So, jetzt kommen wir hier hoch. Also alles so ein bisschen verwirrend und verzwickt, aber man kriegt es eigentlich relativ schnell raus, wie der Hase hier läuft. Also, ich muss aber auch sagen, ich stimme mich besser an als sonst. Ausnahmsweise mal. Ey. Danke. Das ist also die Werwölfe leben gerade. Aber das dauert mir sonst halt auch einfach zu lange. Ich glaube, hier müssen wir lang. Ja. Ja, müssen wir lang. Vollkommen richtig. Okay, das können wir nicht noch nehmen. Und ich komme aber nicht. So. Da mal runter. Also wir haben es sogar schon fast geschafft. Wenn ich mich recht entsinne. Weiß gerade gar nicht, aber ich meine, wir haben es sogar fast geschafft. Hier durchzukommen. Zelle. Ich glaube, er hat einfach nur wieder gegen sein Näpfchen da gestoßen. Das ist nämlich nicht, dass dieses Geräusch verursacht haben sollte. Wunderbar, da ist aber nichts weiter. Werwolf, lass mich doch einfach. Lass mich hier doch einfach machen. Oh ja, wir haben es tatsächlich fast. Wenn ich jetzt noch wieder eine eine Mana-Kugel finden würde, wäre super. Huch. Habe ich eben nur noch verschwommen gesehen. okay. Jetzt will ich tatsächlich mal so eine Kugel hier wieder nehmen. Tada! Man kriegt jetzt, ich zumindest hier in diesem Dungeon, später ist das nicht mehr so, schneller diese Magiekugeln, als einem lieb ist. Okay, brauchen wir noch nicht. Die Schlange ist echt, oh Gott. Schlange ist echt gar nicht mal so übel. Selbst hier komme ich besser rum als sonst. Das will was heißen, im Übrigen. So. Ah. Ja, der Werwolf schreit bitterlich. Nein, das war der falsche. Ich hätte gern den hier. Da liegt immer noch die Säure von denen. Einfach mal in Säure verwandelt. Oder besser gesagt, in Säure aufgelöst. Huch. So. Okay, können wir nicht aufnehmen. Da ist nichts drin.
Okay, jetzt muss ich überlegen. Okay, da können wir nichts gegen machen. Dann müssen wir also hier wieder durch. Ich muss sie aber wirklich wieder haushalten mit den Dingern. Hier kann ich sie zwar pulvern. So, jetzt einmal hier rüber. Wie toll das einfach diesmal läuft. Ich bin echt begeistert. Komm mal von mir selber. Hier kriegt man aber auch viel von diesen Mana-Steinen. So, wir können die ja nicht töten. Ich könnte jetzt auch immer mal wieder die Waffen wechseln, aber das will ich nicht. Ich will ja irgendwann auch mal durch sein. Ich stundenlang diese Sachen hier wechseln. Aber zumindest bis hierhin kenne ich halt so die Tricks, sag ich mal. Keine richtigen Tricks, aber man kann es halt so nennen. So, speichern wir nochmal. Machen wir hier auch direkt beim, also im nächsten Part weiter. Bis gleich.